Guten Morgen, liebe Freunde. Was läuft ab im Bauhaus? Heute ist Samstag, 18. Juli. Ja, wir sind wieder auf dem Feld. Es ist 7:30 Uhr morgens. Hier mein Weizenfeld, ein sogenannter Futterweizen, der nicht benutzt wird, um Mehl für Brot zu machen, sondern für Futter für Tiere. Und er ist ein bisschen später reif, denke ich. Schaue ich da mal die Körner. Ziemlich noch dick sind. Die schmoren ein bisschen zusammen, wenn sie dann reif sind. Da sieht man schon vom Aussehen her, dass die Körner noch milchig sind. Ja, und sogar die Noma ist auf den Geschmack gekommen des Weizenkorn. Die frisst da Ähren direkt weg. Direkt nimmt sie Ähren. Ja, lustig. Ja, und jetzt kommst du hier, Noma. Ja? Ja. Also, ich muss noch fressen. Ja, ja, jetzt da hier, ja. Gut. Okay. Gut, ja. Ja, heute ist die Gästebewirtung angesagt. Es gibt eine Geburtstagsparty. Die könnte dann etwas länger dauern, denke ich. Es ist so angedacht, draußen essen im Garten und dann ein zweiter Teil in der Kellerbar. Jawohl, ab nach Hause, morgen essen. Saatkartoffelfeld. Ein Zuckerrübenfeld von mir. Die Rüben sind in einem schönen Zustand. Gefallen dem Bauernhause. Ich habe eine Schosserrübe ausgezogen. Ich zeige euch die. Das ist eine sogenannte Schosserrübe. Die macht Samen oben. Ja. Sieht man das? Hier. Hier sind alles Samen dran. Man immer rausnehmen oder früh im Jahr abknicken. Damit da nicht es Samen gibt, sonst hast du das nächste Jahr ein Problem. In der Folgekultur wachsen dann plötzlich Zuckerrüben. Man immer rausnehmen oder früh im Jahr abknicken, damit da nicht es Samen gibt, sonst hast du das nächste Jahr ein Problem. In der Folgekultur wachsen dann plötzlich Zuckerrüben.